und willkommen zurück bei Mount & Blade, wo wir, ja, wo mein bester Plan, glaube ich, ist, langsam den Gegner um Mürbe zu kämpfen. Deswegen werden wir, glaube ich, in dieser Folge in erster Linie rumlaufen, schauen, ob irgendwelche schwedischen Armeen unterwegs sind, versuchen, Leute von uns zu überzeugen und auszuschalten. Ich glaube nicht, dass wir heute noch dazu kommen, eine Festung einzunehmen. Bei Rindja Castle könnte ich vielleicht versuchen, wenn da wirklich nichts los sein sollte, aber ich bezweifle es. Deswegen werde ich mal ein bisschen schauen, was hier los ist. Da ist zum Beispiel Regas, der auf die Fresse kommen könnte. Oh nein, da kommt der Typ! Schnell weg! Ja, ich sehe das schon hier. Ich sehe das schon, wo ihr hier wegrennt. Ein Rekrutierer war ganz schnell. Ich habe jetzt eben am Anfang der Folge noch gesagt, hier, ey, ich brauche mal noch 50 Rekruten. Ja, einmal 30, einmal 20. Die 30 sind schon wieder da. Respect, man. Hashtag Respect. So, wo wollt ihr denn alle hin? Da ist der König. Dem sollten wir vielleicht aus dem Weg gehen. Hat ein paar viele Leute noch. Wobei, viele von denen sind nicht besonders gut, aber er hat halt trotzdem ziemlich viele. Wenn er irgendwas angreift und versucht einzunehmen, werde ich das gerne verteidigen. Da habe ich auch, glaube ich, gute Chancen gegen, aber in der Feldschlacht noch nicht, weil er hat zwar jetzt seine ganzen Besitzungen verloren, aber er muss halt nicht seine Armee verkleinern, es sei denn, er verliert die mal. Deswegen würde ich ihm gerne aus dem Weg gehen. Was ist denn in Rindja Castle los? Ja, tut mir leid, dass ich das nicht rechtzeitig dahin geschafft habe. Ich habe andere Sachen zu tun. Kapitän, ich habe mitbekommen, dass er eine Aufgabe versagt hat, die wir bei unserem Ehrenwort auf uns genommen haben. Ein Gentleman wie ihr sollte sollte die höchsten Standards der Ehre bei allen Zeiten aufrechterhalten. Ja, es wird hoffentlich nicht wieder passieren. So, Beranz rennt vor uns weg. Kriegt er auf die Fresse. Man könnte tatsächlich Rindja Castle einnehmen. Möglicherweise sogar alleine. Treffen wir uns wieder. Hab gehört, ihr habt euren Eid aufgehoben, ja. Du magst uns sowieso nicht, von daher. Ich glaube, er mag. Ich habe auch Leute, die ich gerne hätte und die ihn nicht mögen. Despin zum Beispiel, von daher kriegt er auf die Fresse. Ganz einfach. Ich sollte fair sein und ihm zumindest die Chance geben, das Licht zu sehen, aber. Ich habe echt kein besonderes Interesse an ihm. So. Ein bisschen weiter nach vorne, bitte. Dahin. 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 Na, die wollen es so auf der rechten Seite zu überlaufen. Okay. Warte, ich stehe euch im Weg. Ich gehe sofort weg. Gebt mir eine Sekunde. Ich habe Isola ihre Armbrust abgenommen und ihr stattdessen einen Speer gegeben. Vielleicht kämpft sie damit ein bisschen besser. Ey, was ist mit der Armbrust halt nicht so gut? So. Oh, Stück nach rechts. So, ich könnte mal zumindest ein bisschen was davon ausschalten. Wir haben so viele Speere da. Das ist der Lord. Ja, vielleicht sollte ich ihn nicht noch weiter verprellen und persönlich ausschalten, aber. Ups, danke. Pass auf, wo du das hinwirfst. So. Kavallerie, folgt mir. Wir gehen da mal rein. Ja. Folgt ihr mir noch? Yeah, umdrehen und nochmal. Das Ganze. Wo läufst du denn hin, Kollege? Aua. Also noch zwei. Gut,
Angriff, Angriff. Alles drauf. So. Ist halt noch was übrig. Oh, die rennen schon. Traurig. Traurig, traurig, traurig. Deswegen, ich versuche jetzt ständig die Armeen auszuschalten, hat den einfachen Grund, dass Lords werden unzufrieden mit ihrem König, wenn ihre Armeen ausgeschaltet werden. Und das führt halt zu einem Beziehungsverlust mit ihrem König. Weil der König muss natürlich Sorge dafür tragen, dass ihnen nichts passiert, immer und überall. Ja. Deswegen, ich weiß, als jemand, der selber schon mal in der Situation wie Harlos war, weiß ich, dass das ein Problem ist. Deswegen werde ich hier seine Leute angreifen. Natürlich, die mögen mich auch nicht besonders, weil ich sie unprovoziert angreife, klar. Aber ihre Beziehungsabzüge mit dem König sind wesentlich schlimmer als die zu mir. Ne, das brauchen wir gleich nicht. Das ist leider kaputt. Wenn das nicht kaputt wäre, wäre das schön. So. Versuche ich jetzt zu viel, indem ich noch versuche, diese Festung einzunehmen. Die ist gerade relativ unbewacht. Allerdings könnte Harlaus mir noch irgendwo dazwischen funken mit seinen 300 noch was Leuten. Nicht sicher, wo er hingehen würde. Ich könnte außerdem mal... ich sollte das lassen. Das Problem ist halt, wenn ich zu viel einnehme, dann versammeln sich die ganzen Lords alle auf einem Haufen. So wie das jetzt aktuell ist, haben die noch immer genug Raum, wo sie rumlaufen können, dass ich da mal jemanden erwischen kann, weil ich einen Ticken schneller bin als die. Wenn ich jetzt anfange, dann die auf 2 oder 1 zu reduzieren, sind die alle auf einem Haufen. Und selbst wenn jeder davon nur 20 bis 40 Leute haben sollte, weil sie sich nicht mehr leisten können, sind das 20 bis 40 Leute mal 10 Lords, die irgendwie haben. Oder so ungefähr 10 Lords. Das sind halt dann trotzdem viele, plus die Verteidiger noch in der entsprechenden Burg. Deswegen würde ich da gerne so weit nicht gehen. Ich würde aber gerne Isola jetzt die Kontrolle über Singuza Castle übertragen. Ich glaube nicht, dass das im großen Stil was bringt, aber vielleicht rekrutiert sie dann ja nebenbei noch weiter Leute. Wir sollten mal über Besitztümer reden, die noch keinen Lord haben. Beispiel Senuzza Castle. Ja, ich finde, ihr solltet das für euch selber nehmen. Gut. Jetzt sollte ihre Fahne da auch hängen, ja, gut. Ihre Fahne, ihre Flagge, ihr Wappen, ihr Banner. Banner habe ich gesucht. Banner, Banner. So. Gut, gehen wir mal ein bisschen weiter. Ja, es ist jetzt ein bisschen langweilig, hier jetzt einfach groß rumlaufen, schauen, ob irgendwo jemand frei unterwegs ist und auf die Fresse geben. Möglicherweise auch reagieren, falls jemand irgendwo Dörfer angreift und so. Es ist nicht das Allerspannendste, ich sehe das ein, aber es ist leider das, was man jetzt hier an dieser Stelle machen muss, um den Gegner langsam mürbe zu kämpfen. Na, anscheinend hat es mit meinem Einfluss nicht so weit gereicht, wie ich es gehofft habe. Da ist immer noch einer meiner Rekrutierer unterwegs. Oh, das ist der König. Ach. Ashkuru, ja. Ich denke, mit meinen paar Leuten gegen Harlos zu kämpfen, ist ein bisschen übertrieben. Ich könnte noch meinen Typen aktivieren. Deshavi. Ich würde gerne eine Kampagne ausrufen. Ja. Ich meine, er sollte in Dirim sein. Ich habe ihn, oder? Nee, ich glaube, ich habe ihm gesagt, er soll in Randy Castle Wache halten. Das heißt, wenn Harlos mir weiter folgt, Harlos ist halt ziemlich langsam mit seinen 350 Leuten. Wenn ich jetzt noch die 60 Leute von meinem Kollegen mit dabei hätte, hätte ich aber schon eine Chance gegen Harlos. Muss ihn halt nur irgendwie so ein bisschen bei Stange halten. Ja, bleib hier, bleib, komm. Gib mir auf die Fresse, Harlos. So, gut. Nein, komm. Ne, das ist nicht mein Typ. So, ja. Nein, Harlos, bleib hier. Genau. Nee. Komm mal her. Ich muss nicht das Dorf überfallen. Gut, jetzt war ja weit genug vom Dorf weg, es hat das mit dem Dorf überfallen, hat sich erstmal erledigt. Also zumindest erstmal wahrscheinlich wird er, wenn ich zu weit weggehe, wird er wieder nach Ushkuru gehen wollen und wieder das Dorf überfallen wollen. Aber
So. Ja, komm, komm. Mal los. Genau. Wo kommt mein, wann kommt denn hier mein Typ mal? Kommst du woher? Kommst du woher? Genau. So, da kommt mein Typ auch noch. 90 Leute hast du auf einmal. Okay. Gut. Mit 250 Leuten sollten wir eine Chance haben. Ich meine, wir haben immer noch, wir stehen immer noch nicht ideal da, aber Halos hat auch nicht so viele gute Leute. Aber er hat ein paar Kavalleristen, die in der ersten Welle ein bisschen Ärger machen werden. Aber die meisten seiner Leute sind halt alles nur so T3, 4. Wenn meine so von der Qualitätsstufe halt schon 4 bis 5 sind teilweise. Also zu einem sehr großen Teil. Deswegen finde ich, haben wir da schon realistische Chancen. Wenn es jetzt zum Kampf kommt und mein Kollege nicht vor Halos wegrennt, sondern meinen Befehlen folgt, nämlich mir in die Schlacht folgt. Nein, nicht weglaufen. Nietz, komm her. Komm wieder her. Mal, kommst du wieder her? Du unfähige Graupe, komm hierher. So ein Trottel. Ich wollte nicht im 2 zu 1 versuchen, Halos auszuschalten. Das ist doch ein bisschen übertrieben. Das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben, aber ich könnte es trotzdem natürlich versuchen. Ich habe ja gerade gespeichert. Anscheinend will der Typ hat zu viel Angst vor dem Kampf, weil er denkt, das kriegen wir nicht hin. So ein Trottel. Sollte mir nur folgen, was wird schon. Wir kommen schon mit Halos klar. Schauen wir mal. Ihr. Ihr habt etwas, das mir gehört. Ich werde es dafür sorgen, dass ihr es mir wiederbringt. Nämlich mein halbes Reich habt ihr mir schon gestohlen. Ergebt euch oder sterbt. Na, wir werden kämpfen. So, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig. So. Obwohl die Speerträger sind, glaube ich, gar nicht mal schlecht gegen Briten, ne? Na, nehme ich da doch ein paar von mit. Ich brauche meine eigenen Kavalleristen jetzt nicht. Ich denke, da kann ich hier durchaus drauf verzichten. Ich brauche eine gute Nahkampfgruppe, die Kavallerie beschäftigt hält. Und dahinter brauche ich meine Elite-Armbrustschützen, die Gegner kaputt schießen. Das ist so der Plan. Zumindest. So. Wo reduziere ich denn noch weiter? Ich glaube, ich brauche hier die qualitativ hochwertigsten Leute, die ich habe. Von daher muss ich da auf meine. Müssen die Swordsmen ein bisschen verzichten, auch wenn es mich bei denen natürlich weniger stört, wenn da welche sterben. So, haben wir, wie viele Armbrustschützen haben wir jetzt ja hier? 17 plus meine ganzen Kommandoleute sind wahrscheinlich so um die 20 und dann 30 Nahkämpfer dazu. Und nur mich, Isola und allein auf dem Pferd. Ja. Das wird unterhaltsam. Schauen wir mal, wie das läuft. So, haben wir irgendwo einen Hügel? Ja, sieht schon mal nicht schlecht aus. Okay. Was? Ich nehm's. So. Ihr noch ein Stück davor. Und ihr davor. Hier an die Seite. Ich versuche einen Teil von der Armee schon mal auszuschalten. Auch wenn die auch einen Hügel haben. Die erste Welle wird halt hart, aber wenn wir die erste Welle irgendwie mit so irgendwie ein bisschen überstehen, dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Naja. Hallo Ritter. Ups. Der Scheißbaum. So. Schießt ihr überhaupt noch, Leute? Dafür, dass wir überragend gute Fernkämpfe haben, stimmt mir ein bisschen wenig. Nach vorne. Nein. So. Bitte halten.
Nein, nicht den Stichangriff. Verdammte Axt. Okay, die Nahkampfgruppe wurde aufgerieben. Nahkampftrupp ist aber auch aufgerieben, so wie ihre Kavallerie. Und meine Fernkämpfer stehen noch einigermaßen. Ne? Hier? So. Weiter feuern bitte. Wir haben keine Kavallerie mehr. Ich müsste jetzt nur noch die Truppen immer möglichst weit dezimieren, bevor die euch ankommen. Dann haben wir das. Weiterschießen, weiterschießen. Ja, das war doch dann zu früh. Eigentlich der Stoßangriff. Jetzt. So. Gut. Dort die nächste Welle, aber da sind schon die ersten Powers. Nein, das ist immer noch T3s. Überwiegend. Ja. Aber es geht weiter. Nein, nicht den. Nicht den scheiß Stichschlag. Und weiter feuern. Keep firing! Ich fürchte, ich werde auch in dieser Schlacht einiges an Toten selber verursacht haben. Da ist noch einer. Also, Support. Langsam gehen meine Leute dann doch die Munition aus. Jetzt gehen meinem Gegner die vernünftigen Kämpfer auch aus. Munition ausgeht, dann stellt euch davor und verteidigt.
kommt noch eine Welle, ja. Ja, hat schon krass viele Leute, keine Frage, aber ich habe übertrieben krasse Armbrustschützen. Die Schlacht zeigt ein bisschen die Stärken von Armbrustschützen. Wenn ich Bogenschützen hätte, die werden mittlerweile schon längst leer geschossen und würden jetzt alle vorne stehen mit einem Schwert, aber keinem Schild in der Hand und werden jetzt von den gegnerischen Fernkämpfern abgeschossen. Armbrustschützen halten ein bisschen länger durch, eben weil die Schussfrequenz geringer ist. Und wenn sie in die Nahkampf kommen irgendwann mal, dann haben sie tatsächlich auch Schilde. Wobei die einzigen, die mittlerweile in der Nahkampfgruppe sind, sind meine Leute. Oder? Support. Redet mal bitte zusammen. Bitte ruhig Schilder benutzen, wenn ihr welche habt. Nein. Als hätten Bogenschützen wahrscheinlich in der ersten Welle dafür gesorgt, dass weniger stirbt, halt weil sie viel mehr Schaden auf einmal am Anfang machen können. So, jetzt rennen alle weg. Oh, ist so traurig. Muss ich mich so selber drum kümmern. Haben leider keine Kavallerie mehr, weil meine Nachhut nicht mehr zum Einsatz kam. So. So. Noch jemand. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute ich hier umgemacht habe. Habe ich mal die 100 geknackt. Yay! Gegner hat mehr so viele Leute gehabt wie wir und wir haben trotzdem gewonnen. 14 Verluste. Schön ist anders. Ah, Nahkämpfer. Schön Nahkämpfer. Ja, 280. Ach, das waren noch nicht alle. 82. Ja, ist okay. Ich nehm's. So. Nächste Runde. Jetzt haben wir doppelt so viele wie er. Wir kämpfen sowieso nur noch gegen Los Graupos. Deswegen stellen wir uns einfach luxuriös hier auf den Hügel. Ich mach nur davor. Hier dahin. Kavallerie an der Seite. Gut. Warten wir, bis sie kommen. Die kommen bestimmt gleich. Oder fangen sie jetzt an, Taktik zu benutzen, sich einfach bloß auf den Hügel zu stellen, auf uns zu warten. Echt? Okay. Respekt, wo Respekt angebracht ist. Ich muss immer dafür sorgen, dass sie losstürmen. Ich würde jetzt auch ungern dagegen anrennen, weil wir dann da vielleicht doch Leute verlieren, obwohl das total unnötig ist, da Leute jetzt zu verlieren. So. Hi. Ich habe den Eindruck, ich bin beliebt. Paar davon ausschalten, anfangen los zu stürmen. Irgendwann werden die anfangen los zu stürmen. So, wie sieht's aus? Ihr wollt immer noch rumstehen. Okay. Wir sind jetzt auch nur Bogenschützen, oder? Wollt jetzt laufen? Ja? Kommt er jetzt? Komm, kommt. Ja, ich glaube, die sind jetzt im Ansturm. Gut, muss ich nur meine Leute wiederfinden. Leute? Da. Gut. Feind kommt. Mein Pferd hat ein paar Pfeile abgekriegt. Ah, die kriegen wir wieder raus. Wieso seid ihr nicht in der Fernkampfgruppe, Freelancer Spearman? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Hä? Warum seid ihr in der verdammten Fernkampfgruppe?
Das muss ich mal überprüfen, warum die da auf einmal in der Fancup-Gruppe sind. Ja, die haben da überhaupt nichts verloren. Ich bin schon gefragt, warum sind da Armbrustschützen, die ihr Schild hochhalten, statt zu schießen. Ah. Die hätte meine Nahkampfgruppe auch beim Kampf vorhin besser gehalten, glaube ich. So. Egal. So, Verstärkungswelle trifft gleich ein. Schieß einfach mal. Ich glaube, da kommt ihr schon mit zurecht, Leute. Ich habe vollstes Vertrauen in eure Fähigkeiten. So, Verstärkung kommt da hinten auch noch. Weil die Nagel nur dran ist, können wir auch alle anstürmen und dann ist der Käse gegessen. Angriff! Nein. Nein, Solla hat's auch verfehlt. Da wollte ich nicht lieber abhauen. Bauernpack. Nein. Okay. Sterben ist natürlich auch eine Option. Gut. So war das eigentlich nicht geplant. Wenn ich noch die zusätzlichen 90 Leute gehabt hätte, wäre das eigentlich ziemlich konfliktfrei gelaufen. Ich ergebe mich. Ja, dann. Dann bist du jetzt mein Gefangener, König. So, wir stecken dich schön in unsere Stadt. Dann kannst du mal überlegen, ob du nicht lieber aufgeben willst. Klingt doch noch was. So. Bräuchte irgendwas? Nee. Ich hätte gerne irgendwann mal noch ein besseres Schwert für Isola, weil ich habe den Eindruck, dass ihr Schwert ein bisschen zu wenig Reichweite hat. Ich könnte natürlich so einen Anderthalbhänder geben, aber... Nehmen wir alles mal mit. So. Gut, dann können wir wieder zurück nach Dirim gehen, nachdem wir jetzt den König in den Arsch getreten haben. Der Sau. Können wir uns ein paar Nordrekruten besorgen aus Derchios und den König in die Stadt lassen, aber... Wie unser langwieriges Scharmützel gegen Svedia weitergeht, ist jetzt, nachdem wir den König ausgeschaltet haben, das sehen wir dann, glaube ich, in der nächsten Folge. Ich sage mal danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.